Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gimmanikum mit der 118. Folge von Horizon Zero Dawn. So, nachdem wir nachdem wir hier jetzt Zugang wegen Strukturversagen nicht möglich. Gaia gefunden haben, wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Guck mich hier gerade noch an. Um an. Ich bin dran. Du wirst jetzt mir sicher noch nützlich sein. So. Wo sind die reingekommen? Ach, da. Ja, ich bin einfach zu schwer. Hier wäre jetzt was gewesen, aber nein. Die sieht beschädigt aus. Oh, da. Simulationsergebnisse. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorlieben für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend. Ihre Bots müssen schließlich mit einer rauen Natur klarkommen. Aber ich glaube ebenfalls, dass sie eigentlich Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional. Sie wirken fast wie, Würdigung. Als ob sie ihren Verlust bereits betrauert. Und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossilen Kreaturen. In einigen ihren Entwürfen finde ich sich Hinweise auf Megafauna. Wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt. Hephaistos wird sie es bauen lassen. Ich wünsche nur, ich wäre in ein oder zwei Jahrhunderten noch hier, um zu sehen, was sie erschaffen hat. Ja, wer wünscht sich das nicht? Bisschen längeres Leben. Und das ist Hephaistos. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Sie werden bemerkt haben, dass sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit ist Hephaistos keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Kodiert. Ja, okay. Also das bedeutet, sie Maschinen gemacht hat. Hallo, ich bin Margot Shen. Oh. Und das ist Hephaistos. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Sie werden bemerkt haben, dass sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit
ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich verstehe es nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig, bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Ja. Ah, volle Kraft voraus. Margo, wenn ich deine Brillanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht als Hephaestus Alpha ausgewählt. Du musst aufhören, dir über dein Alter und deinen Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist. Hab Vertrauen in dich selbst. Du weißt, was du tust. Ein typisches Beispiel. Deinen letzten Entwurf für den Plan Bots-Silions zur Lagerung von Rohmaterial zu bauen, ist hervorragend. Das ergibt zusammen mit deinem Entwurf für die additive Fertigstellungsanlage und dem Plan zur Standortauswahl ein umfassendes Vorhaben. Es ist an der Zeit, mit dem Bau zu beginnen. Eins noch. Sprich mit Iomid Okuli, bevor du die Silvo-Inventare feststellst. Hephaestus' erste Aufgabe wird sein, die Roboter herzustellen, die für Miniva die Wellenform-Übertragungstürme zur Übermittlung der Deaktivierungscode bauen. Im Inventarplan sollte alle exotischen Materialien erhalten sein, die für diese Türme gebraucht werden. Vielleicht sind diese Türme die Langhalse, die dann den Deaktivierungscode machen. Sowas habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Hm. Rüber da. Halt. Dreh mich um. Bunkertür. Es ist eine verdammte Bunkertür. Ich versteck mich. Finde ich hier unten noch was? Wollte gerade sagen, sieht aus wie gerade ein paar heftige Atomwaffen. Aber sind ja keine. So, zack, 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 zack. So. Ah, ich kann so durch. Oh, da liegt einer. Oh, da liegt noch einer. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Ich habe kein genaues Schussfeld. Das ist so scheiße. Hmm.
Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabyte Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Kein Deutsch, Schwanerei! Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Jo. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige... Oh. Und der Gewinner ist eingekapselte DNA. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quartant, sogar die Eternity-Technologie, die FSAs fast knapp ein Jahr angewiesen hat. Aber jede Möglichkeit hatte Schwierigkeiten, Nachteile, zu schwer zu transportieren, zu groß, um sie zu begrenzenden Platz zu installieren, zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, fehleranfällig nach 300 bis 400 Jahren und so weiter. Eingekapselte DNA kann problemlos die mehr als 40 Zentnerbytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Natürlich sind noch viele Einzeleinheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das intakte, inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelte Behälter, die die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter minus 18 Grad Celsius halten. Wenn ich versichere, dass es auf meine Entscheidung keine Einflüsse hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Baustelle des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor den mechanischen Ausrottung zu bewahren. Es ist nicht nur ironisch, sondern was? Heroisch, das Leben als Held, der in ihm die Mächte der Vergessen niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir. Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Apollo. Apollo-Update. In den letzten 2 Monaten hat sich der volle Nutzen gezeigt, dass wir uns aus der Beschaffung einer Kopie der Homo-Archivis von Fa-Centi ziehen konnten. Als Ergebnis davon liegt alles Wichtige
wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan. Apollo hat die Zahl von 40 Millionen separaten Datenträgern bereits übertroffen und wächst weiter. Die naturwissenschaftlichen Module sind praktisch komplett. Die Geisteswissenschaftsmodule bei NAM, Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Spracherhalt kommt allmählich zum Abschluss, etwas früher als geplant, da wir hinter unseren Zielen 4500 Sprachen zu erhalten zurückblieben. Ich nehme an, das war durch die tragische frühe Verlust von Papua-Neuguinea von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung der zugehörigen Lernpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heroisch Lehrpläne reden, die Tests laufen gut. Kinder und Erwachsene zeigen hohe Engagement. Engagement und Vertrauen in der aktuellen Astrologis und Aspias. Ich finde sie auch unglaublich spannend, besonders wenn sie debattieren. Ich wünsche nur, einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Ich habe einen Headshot. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir viel wichtiger. Noch ein Headshot. Ich komm wieder ins Headshot. Rein. Ja, drei von euch sind schon tot. Sie sehen dich nicht. Genau. So, dann schalten wir mal die anderen vier aus. All diese Daten verloren? Das größte Geschenk unserer Vorfahren. Das größte Geschenk? Und was ist mit unserer Existenz? In Unwissenheit zu verharren ist ein Fluch, Aloy. Gerade du solltest das wissen. Noch ein Headshot. Verteidige Headshots. Das ist einer mit einer fetten Bombe. Muss ich Feuer ausschalten. Wenn der spitz kriegt, dass ich hier bin, bin ich tot. Wo steckt denn der? Ja. Ist gekommen. Ja. Der Typ. Das war der letzte. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Eine Wunderhöhle. Also, das nimmt, dass diese Ruine sehr viel Anspruch nimmt, habe ich schon geahnt, aber so viel. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
So. Ich muss erstmal gucken, wo ich bin. Da. Okay, gucken wir uns mal hier um. Alter, so viele Daten. Puh. Ey, das ist mehr als heftig, würde ich mal sagen. Den Computer dazu hätte ich echt gerne mal gesehen. Auch vom Design her. Aber ich muss wahrscheinlich erstmal da hoch. Nach hoch. Ja, ich. Nach hoch mit mir. Ach, da funktioniert es noch. Okay. Dr. Sobeck, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. So, ultimative Killer-App, die hören wir uns nächstes Mal an. Ich sag wie immer, zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gemaniko ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.